Aktuell lässt sich neben den vielen spannenden Dingen mit den neuen tollen Flugzeugen, wie beispielsweise der Boeing 737 MAX, die sicherlich ein sehr tolles Flugzeug wäre, wenn das Ding so funktionieren würde, wie man sich das irgendwann mal gedacht hat, daneben lässt sich ein weiterer sehr interessanter Effekt beobachten, und zwar kaufen große Fluggesellschaften vergleichsweise alte Flugzeuge, zumindest in kleinen Mengen. Und was es damit auf sich hat, das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an, und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Das ist schon alles eine ziemlich spannende Welt, oder nicht? Immer wieder gibt es Veröffentlichungen mit neuen Rekordbestellungen über hunderte Flugzeuge, die was ganz, ganz Tolles können im Vergleich zu ihren Vorgängermodellen. Und immer wieder hört man von Fluggesellschaften wie beispielsweise Ryanair, die eben in solch großen Mengen Flugzeuge kaufen und damit am besten das Durchschnittsalter ihrer Flotte unter 5 Jahren halten wollen. Die irische Billigfluggesellschaft ist da wahrscheinlich tatsächlich sogar ein ziemlich gutes Beispiel, denn die hatten laut Low-Cost-Monitor des Jahres 2009 vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, also im Sommer vor knapp 10 Jahren, eine Flotte bestehend aus 200 Flugzeugen. Heute haben sie 420 Maschinen und das mit einem Durchschnittsalter von gerade mal 8 Jahren. Die Flugzeuge werden gerade bei solchen Fluggesellschaften also wirklich nur so durchgereicht, und man hört immer wieder von überfüllten Auftragsbüchern und davon, dass die beiden großen Flugzeughersteller Airbus und Boeing, dass die über Jahre damit beschäftigt sein werden, den aktuellen Auftragsbestand abzuarbeiten. Und dann kommen ja auch immer wieder neue Bestellungen dazu, und was diese neuen Flugzeuge dann alles Cooles drauf haben im Vergleich zu ihren Vorgängern, also auf der Langstrecke Verbräuche von deutlich unter 3 Litern pro Passagier pro geflogenen 100 Kilometern, das ist alles bald Standard und so weiter. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Und dann gibt es Flugzeuge wie die 737 MAX, die eben solche tollen Flugzeuge sein sollen. Und dann kann man doch auf beeindruckende Art und Weise sehen, dass das mit diesen neuen Flugzeugen auch schnell mal nach hinten losgehen kann. Und der europäische Konkurrent Airbus kann sich davon, das muss man fairerweise dazu sagen, ja auch nicht wirklich frei machen, denn die hatten mit ihrem neuesten Flugzeug auch durchaus Probleme. Auch wenn hier niemand für eine wahrscheinlich offensichtliche Erkenntnis sterben musste, so hatte der Airbus A320neo gerade in den ersten beiden Jahren aufgrund der Triebwerksprobleme ja doch ganz ordentlich mit Engpässen und auch mit unzufriedenen Kunden zu kämpfen. Während Airbus diese Thematik mittlerweile ganz gut bearbeitet und auch durchaus hinter sich gebracht hat, das Ganze optimiert hat, läuft das bei Boeing natürlich alles noch in vollstem Gange, ist aktuell wieder ein richtig großes Thema und hat mittlerweile auch durchaus ein ganz anderes Level erreicht. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, dass beide Flugzeughersteller überraschend viele Probleme mit ihren doch so dringend gebrauchten und so beliebten Brot- und Butterflugzeugen haben und hatten. Sodass sich die betroffenen Fluggesellschaften, und das sind bei diesen Flugzeugtypen, bei diesen Standardrumpfflugzeugen nun mal fast alle Fluggesellschaften, sodass die sich jetzt echt was einfallen lassen müssen. Und das, was da jetzt dann passiert als Folge des Ganzen, das ist tatsächlich ziemlich interessant zu beobachten. Denn jetzt wird nicht mehr groß Tamtam darum gemacht, was man wieder für ein tolles neues Flugzeug gekauft hat, was dann eventuell ab 2020 irgendwann in der Fluggesellschaft verfügbar sein wird. Es wird nicht mehr wahnsinnig viel Werbung dafür gemacht, was man da wieder für ein tolles Teil geschossen hat, sondern es wird so ganz still und heimlich, ganz nebenbei, mal eben das Altmetall in der Flotte verlängert, oder man kauft als große Fluggesellschaft überraschender Weise, in Anführungszeichen, vergleichsweise alte Flugzeuge. Das klingt jetzt natürlich viel schlimmer als es ist, also die fangen da jetzt nicht am Hamburger Flughafen an, die 707 zu entstauben und wieder bei der Lufthansa auf die Linie zu schicken, aber es ist trotzdem spannend zu beobachten. Vielleicht erinnert ihr euch diesbezüglich noch an die Lufthansa. Die hat nämlich vor einigen Jahren, ja, wie man das halt so macht als große Fluggesellschaft, eine Großbestellung aufgegeben für Flugzeuge aus der A320neo-Familie. Das waren dann letztendlich knapp 100 Maschinen, glaube ich, für die Lufthansa an sich, also irgendwas um die 60 A320neo, dazu dann nochmal 40 A321neo. Das kann sich dann aber jetzt auch noch in Zukunft mal so ein bisschen ändern, denn diese knapp 150 Flugzeuge aus der A320neo-Familie, die man für die gesamte Lufthansa Group bestellt hat, kann man natürlich vergleichsweise einfach innerhalb der Gruppe dorthin verteilen, wo sie dann wirklich am Ende des Tages benötigt werden. Man hat dann hier und da immer noch mal wieder kleine Optimierungen an dieser Großbestellung vorgenommen, hat immer mal wieder doch noch mal ein paar Optionen in Festbestellungen umgewandelt, hat hier und da dann noch mal auch schon mal Flugzeuge hin und her geschoben. Wie gesagt, das kann aber auch in Zukunft immer noch so weitergehen. Auf jeden Fall kann man aber ohne Zweifel sagen, dass Flugzeuge aus der A320neo-Familie mit den neuen Triebwerken auf jeden Fall das zukünftige Arbeitspferd in der Europaflotte der Lufthansa darstellen werden.
Und dann kamen eigentlich direkt mit der ersten Maschine ab Januar 2016, Lufthansa ist Erstbetreiber des A320neo, da kamen dann auch direkt die ersten Probleme mit dem Flugzeug, sodass man als Kunde, als Lufthansa, nicht wirklich zufrieden mit dem neuen Flugzeugtypen war, weil er eben nicht das halten konnte, was man eigentlich versprochen hatte. Die Geschichte ging dann immer so weiter. Airbus konnte nicht die Anzahl an Flugzeugen ausliefern, die man eigentlich vorher geplant hatte. Die Lufthansa konnte nicht das vorher geplante Wachstum und das ja auch schon vorher verkaufte Wachstum so anbieten, wie man sich das eigentlich vorher überlegt hatte. Ja, und dann ist der Treibstoff doch heutzutage doch noch ein bisschen zu günstig, um jetzt nicht zu sagen, okay, wir halten doch nochmal ein paar eigentlich etwas ältere Flugzeuge in der Flotte, entstauben eventuell nochmal ein paar abgestellte Germanwings-Maschinen, die mittlerweile auf die 30 Jahre zugehen, pinseln da nochmal ein bisschen neue Farbe drauf und schicken die dann als Lufthansa A320 nochmal in die Luft. Oder aber wir kaufen sogar nochmal etwas ältere Flugzeuge. Und so bestellte man dann im Mai 2018, als das mit dieser A320neo-Triebwerksgeschichte auf dem Höhepunkt angekommen war und als man ja eigentlich den A320neo ja schon über 2 Jahre als neues Fluggerät in der Flotte hatte, nochmal den A320ceo, also mit der klassischen Triebwerksoption. Das war dann erst einmal eine vergleichsweise kleine Bestellung über 6 Maschinen vom Typ A320, also 6-mal das Vorgängermodell des A320neo. Und das bringt eben ganz großen Vorteil mit sich im Vergleich zu den neueren Flugzeugen. Und zwar funktioniert der A320. Und zwar so, wie man das eben vom A320 kannte. Und das Wichtigste daran, diese Flugzeuge waren noch im selben Jahr für die Lufthansa verfügbar. Dann hat man die ganze Geschichte mit dem A320neo, die gesamte Entwicklung dieser Story weiter beobachtet und die Bestellung noch einmal optimiert. Das war dann 3 Monate später, im August 2018. Dort bestellte man noch einmal 3 Maschinen vom Typ A320-200 mit dem gleichen großen Vorteil und mit den gleichen vergleichsweise alten Triebwerken. Aber versteht mich da bitte nicht falsch, das, was man da bestellt hat, das ist ja kein altes Flugzeug, sondern den A320, den die Lufthansa da bekommen hat, das sind alles fabrikneue Maschinen. Und das, was da als A320 jetzt in Hamburg mittlerweile vom Fließband fällt, das hat auch nicht mehr so wahnsinnig viel gemeinsam mit dem A320, den man da Ende der 80er Jahre irgendwann mal in die Luft geschickt hat. Da hat sich eine ganze Menge getan. An den Triebwerken, an der Ausstattung im Cockpit, am Equipment, was dieses Flugzeug mit sich tragen kann und auch an der Ausstattung in der Kabine hat sich natürlich einiges geändert. Also das sind vom Ding her natürlich keine alten Flugzeuge, aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Es ist eben trotzdem kein Neo und deswegen nicht unbedingt das perfekt passende Fluggerät, um die Europaflotte der Lufthansa jetzt so schnell wie möglich auf den neuesten Stand zu holen. Und ganz ähnlich läuft das jetzt eben auch bei United Airlines, bei einer der größten amerikanischen Fluggesellschaften. Es werden wieder überall in allen möglichen Unternehmen ganz fleißig Quartalszahlen veröffentlicht. Und da war eben bei der Vorstellung bei United Airlines, da waren eben auch neue Flugzeuge ein kleines, aber feines Thema, neben dem nicht zu übersehenden Thema 737 MAX. Die Fluggesellschaft ist zum aktuellen Zeitpunkt ausgestattet mit über 340 Maschinen vom Typ Boeing 737. Darunter sind jetzt auch schon 14 Maschinen vom Typ 737 MAX 9. Dazu von diesem Flugzeug dann knapp 50 offene Bestellungen und das neben 100 offenen Bestellungen von der 737 MAX 10. Bei der man ja auch noch nicht weiß, wann das jetzt endlich mal weiter bzw. mal richtig losgehen soll. Ja, mit anderen Worten, die Zukunft der Boeing 737-Flotte der United Airlines wird durch die aktuelle Situation ganz ordentlich ausgebremst. Und was macht man da jetzt? Man besorgt sich auch hier, wieder ohne groß drauf aufmerksam zu machen, 19 gebrauchte Maschinen vom Typ Boeing 737-700. Man geht also auch hier einen Step zurück auf das Vorgängermodell, geht jetzt aber nochmal einen deutlichen Schritt weiter als die Lufthansa und greift auf schon gebrauchte Flugzeuge zurück. Zum Beispiel auf diese Boeing 737-700 hier. Das ist ein Flugzeug, das mittlerweile knapp 15 Jahre alt ist und Anfang 2005 eigentlich an Copa Airlines ausgeliefert wurde. Die Maschine ging dann mit Hilfe eines amerikanischen Leasingunternehmens an 2 vergleichsweise exotische Fluggesellschaften und ja, wanderte jetzt nach einer Zwangspause auf dem Flughafen von Kuala Lumpur zur United Airlines. Dieses spezielle Flugzeug wurde jetzt quasi für United Airlines reaktiviert und ganz ähnlich sieht es dann auch mit den 18 weiteren Flugzeugen des Typs aus, die dann in den nächsten Wochen zur United Airlines stoßen werden. Ja, und auch wenn die Fluggesellschaft jetzt keine direkte Verbindung zu der am Boden stehenden Boeing 737 MAX zieht, liegt das, was hier gerade passiert, dann doch ziemlich klar auf der Hand.
Die Flexibilität und die schnelle und wahrscheinlich auch recht günstige Verfügbarkeit der Boeing 737-700 gibt der großen amerikanischen Fluggesellschaft einen recht angenehmen Spielraum für die nächsten Monate, die es höchstwahrscheinlich noch dauern wird, bis man seine gut ein Dutzend eigenen Boeing 737 Max wieder nutzen darf und dann ja auch endlich wieder neue Flugzeuge des Typs überhaupt erst in Empfang nehmen kann. Das tut dann auch niemandem weh, wenn man diese jetzt gebraucht gekauften Flugzeuge, wenn das irgendwann mit der 737 Max alles mal wieder läuft, wenn man die dann einfach hinten aus der Flotte wieder rausschiebt. Das ist dann halb so wild. Also die Vorteile, die einem Betreiber gute gebrauchte Flugzeuge aktuell geben können, die übertreffen zurzeit schnell mal die Nachteile, die man sich damit in die Flotte holt. Beispielsweise Flugzeuge mit einer unterschiedlichen oder nicht ganz passenden Konfiguration. Die 737 MAX 9 bei United Airlines bietet beispielsweise knapp 60 Sitzplätze mehr als diese 737-700, die jetzt in die Flotte kommen werden. Oder vielleicht der nicht mehr perfekt zeitgemäße Spritverbrauch dieser Flugzeuge. Dafür haben die Maschinen eben einen sehr großen Vorteil, und zwar sie funktionieren. Und sie sind United Airlines ja auch bekannt, denn United Airlines ist aktuell noch ausgestattet mit 40 Boeing 737-700 mit einem Durchschnittsalter von mittlerweile über 20 Jahren. Aber genau diese Flugzeuge bringen bei dieser Fluggesellschaft seit jeher Passagiere sicher und zuverlässig von A nach B. Deswegen kann man jetzt gerade noch mal ein paar mehr davon gebrauchen. So. Nur groß Werbung machen, das kann eine Fluggesellschaft mit dieser gebrauchten Neuanschaffung vielleicht nicht unbedingt. Aber da kann man sich dann ja vielleicht auch ruhig mal die Frage stellen, ob das denn auch alles immer so nötig ist, ob das immer so sein muss. Denn die Flugzeuge, die fliegen ja, und bevor die Dinger jetzt vergammeln, können sie an dieser Stelle eventuell doch noch ganz gut genutzt werden. Klar, langfristig braucht man immer moderne Flugzeuge. Auf Dauer wird das dann doch immer die bessere Lösung sein, gerade wenn Fluggesellschaften wie eben United Airlines mit 750 Flugzeugen in der Flotte, wenn die dann mit einem Durchschnittsalter von, keine Ahnung, 35 Jahren unterwegs sind, nur weil das irgendwie geht, das ist dann nicht ganz so cool. Aber ja, ob man jetzt vielleicht 10 Jahre alte Flugzeuge durch eine gefühlt auf Krampf noch nicht ganz fertig entwickelte Maschine ersetzen muss, das muss vielleicht dann auch nicht immer sein. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dann, lasst es euch gut gehen und tschüss.